Schlussresultat also zugunsten vom FCZ. Man kann das letzte Meisterschaftsspiel im Jahr 2015 für sich entscheiden. Bei mir der Massimo Rizzo. Massimo, wie hoch war der Puls zwischen 85 und 94? Ja, wir sind natürlich erleichtert, dass wir den Sieg nach Hause fahren. Ich denke, die Mannschaft hat sich das verdient heute. Nach der Derby-Niederlage haben wir schwierige Woche gehabt. Wir haben, denke ich, die nötige Reaktion gezeigt und heute verdient gewonnen. Wie gut tut das im Hinblick auf das wichtige Spiel, das noch bevorsteht? Die Meisterschaft ist zwar fertig jetzt in diesem Jahr, aber der Göpp-Viertelfinal steht noch an, auswärts zu tun. Wie wichtig ist, dass wir jetzt das doch noch mit einem Erfolgserlebnis abschliessen und mit dem Sieg auf Thun kann? Das ist natürlich sehr wichtig für uns alle, für die Spieler, für den Staff, für das ganze Umfeld, denke ich, für den FC Zürich. Wir haben uns diese Woche sehr gut vorbereitet auf das FC Thun-Spiel und ich denke, die Mannschaft wird bereit sein. Und ich hoffe, wir können hier das Halbfinal Qualifikation schaffen. Danke, Massimo Rizzo. Das also das letzte Meisterschaftsspiel im Jahr 2015. Der FCZ kann das für sich entscheiden. Wir bedanken uns bei allen Fans für die Unterstützung in diesem nicht immer einfachen Jahr und hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sind. Ein Spiel steht noch an. Das nächste Samstag geht Viertelfinal gegen Thun. Ich wünsche schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch ins neue Jahr und einen schönen Abend.